Energieversorgung Leverkusen, ein Unternehmen, das selbst wenig Energie erzeugt, das aber verantwortlich ist für die Versorgung der Leverkusener Bevölkerung mit Energie. Und ich habe Sie schon mehrfach insgesamt zu dieser Thematik erlebt, und ich bin diesmal aus der Sicht eines Energieversorgers, diese Situation zu berichten. Ja, vielen Dank, Herr Scholz, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen heute Abend hier ins Forum nach Leverkusen. Ich will mal mit dem Fazit anfangen. Diese Euphorie, die ich denn gerade gehört habe zur Energiewende, die teile ich nur bedingt. Was für Anforderungen haben wir an künftige Energie? Sie soll sicher sein, sie soll preiswert sein, sie soll möglichst aus 100% Erneuerbaren bestehen, sie soll dezentral erzeugt werden, sie soll verlässlich sein, persönlich bitte keine Einschränkungen bei keinem, sie soll volkswirtschaftlich sinnvoll sein, CO2-Minimierung ist das Mindeste, was wir erreichen müssen. Ich könnte die Liste jetzt fortsetzen, und wenn ich diese Ziele alle mal versuche, in einen Kontext zu stellen, dann passt das nicht zusammen. Und ich glaube, da ist die große Krux, und das ist auch das, was in der Bevölkerung mittlerweile ankommt. Wir müssen, glaube ich, ein Stückchen ehrlicher werden. Wir werden diese Energiewende nicht zum Nulltarif, und das zeigt sich jetzt ja auch, hinbekommen. Und dann sollten wir bitteschön, wenn wir es denn wollen, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es denn wollen, dann sollten wir ehrlich miteinander diskutieren und sagen, diese Energiewende hat ihren Preis. Die Frage Energiewende, wenn man die aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt oder aus industrieller Sicht stellt, müsste mindestens auf europäischer Ebene erfolgen. Wir leisten uns ja nicht eine Wende in Deutschland, sondern wir leisten uns 16 Mal in den Bundesländern eine eigene Energiewende. Und wir haben mindestens 500 Kommunen nochmal in Deutschland, die alle nochmal die Energiewende machen. Und meine große Sorge, und das spiegelt sich dann am Ende auch in den Kosten wieder, dass hier keine Koordination erfolgt. Der Eindruck, der bei Energieversorgern so ein bisschen entstanden ist, man hat eine Entscheidung getroffen und bastelt jetzt am Plan. Uns wäre lieber gewesen, man hätte einen Plan und hätte dann mit dem Wissen über die Auswirkungen die Entscheidung getroffen. Das können wir heute bejammern, wir drehen es nicht mehr zurück. Fakt ist, das bleibt so, wie es dann heute ist, also gibt es nur das Beste daraus zu machen. Wenn ich lese, dass wir ungefähr 8 Milliarden in Photovoltaik denn stecken, um 4% des Strombedarfs zu decken, dann kann da nach meiner Meinung etwas nicht richtig sein. Wenn ich lese, dass wir heute zu Förderungsbegrenzungen kommen, dann kann das nur für die Zukunft gelten. Das kann nicht für das gelten, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Zahl, ob jetzt 18 Milliarden oder 20 Milliarden, also jeder von uns hätte natürlich gerne eine, aber die ist jetzt nicht so entscheidend. Die steht für die nächsten 20 Jahre fest. Ohne Wenn, ohne Aber. Das steht fest. Und insofern sind das Belastungen, die man hinnehmen muss, möglicherweise, wenn man denn die Wende so will, wie man sie denn jetzt bekommt. Aber man sollte sie bitte ehrlich diskutieren. Das Verschieben zu Lasten der Energieversorger vor Ort ist der zweite Punkt, der mir natürlich nicht gefällt. Wir haben am 1. Januar die Preise in Leverkusen um 9,4% erhöht. Davon bleibt bei der EVL in Leverkusen 0,000 hängen. Jetzt zeigen Sie mir bitte die Branche, die ihre Preise um fast 10% erhöht und davon auch nicht ein einziger Cent in der Tasche dieser Branche denn hängen bleibt. Bei uns ist das nachweislich der Fall. Das führt für uns vor Ort zu erheblichen Problemen. Wir sind künftig, oder wir sind jetzt beteiligt, oder werden künftig dann auch Strom beziehen aus einem Kraftwerk, wo vor 3-4 Jahren die Entscheidung getroffen worden ist, dass man sich daran beteiligt und bis zu 20% des Bedarfs, den wir denn haben, würden wir demnächst aus diesem Kraftwerk denn beziehen. Dieses Kraftwerk ist mal mit bestimmten Betriebsstunden geplant worden. Wenn ich denn heute höre, und das ist ja nun mal Fakt, erneuerbare Energien, nochmal, ich bin dafür, erneuerbare Energien ohne Wenn und Aber in den Markt drücken zu lassen, zulasten der konventionellen Energieerzeugung, heißt das, die Betriebsstunden, die ein solches Kraftwerk künftig denn noch hat, geht von möglichen 8.000, 8.500 Betriebsstunden auf 6.000, 6.500 Betriebsstunden zurück. Wer würde denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch investieren? Keiner.
Was ist die Folge? Wer ist im Moment der große Gewinner? Die alten Kohlekraftwerke. Alte Kohlekraftwerke laufen super, abgeschrieben bis zum Gegner, sind in der Lage, dann für Kleinstpreise den Markt zu bedienen. Das ist ja eine Folge auch, warum der Marktpreis eben gesunken ist und nicht weiter gestiegen ist, zu Lasten CO2-Emissionen. Also ein Punkt zumindest von den Attributen, die ich mal gerne gehabt hätte am Anfang, geht heute schon mal voll in die Hose. Moderne Gaskraftwerke zu investieren, ich könnte da keinen mehr raten zu. Die Gaskraftwerke, die in der Lage sind, schnell rauf und runter zu fahren, um sich dem Erneuerbaren anzupassen, wird keiner mehr in die Hand nehmen. Ja. 2-3 Milliarden zu investieren, ohne zu wissen, du kriegst eine Laufzeitgarantie, eine Betriebsstundengarantie, eine Sicherheit der Abnahme, kriegen sie heute nicht. Wenn ich dann lese, dass wir Heiligabend so viel Strom hatten, dass wir Strom ins Ausland abgeben wollten oder mussten, ist das ja schön, wenn man dafür Geld bekäme. Wir haben an Heiligabend 220 Euro pro Megawattstunde dazu bezahlt, dass Strom abgenommen worden ist. Die lachenden Dritten sitzen nicht hier. Die sitzen irgendwo an einer anderen Stelle. Zum Beispiel in Frankreich. Genau. Da komme ich wieder an den ersten Punkt dann zurück. Also Energiewende, wenn sie volkswirtschaftlich sinnvoll sein soll, kann nicht in 500 Einzelwänden bestehen. Da müssten wir eigentlich den großen Wurf europaweit haben, damit solche Eskalationen eigentlich zutage treten können. Und die Krux vor Ort ist einfach, wir stehen für etwas gerade hier. Unsere Kunden glauben uns nicht, dass wir die 9,4% mit null im Portemonnaie haben. Und die Krux vor Ort heißt einfach, hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das ist unwahrscheinlich schwierig. So viel vielleicht gestern Runde. Also, Sie haben ein ganzes Paket von Problemen aufgezeigt, die mit der Energiewende verbunden sind, vor allem halt auch für die Energieversorgungsunternehmen vor Ort. Herr Sieberling, Sie sind Energieberater der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ihre Erfahrungen mit der Energiewende? Zu den 9% kann ich noch was sagen. Ja, guten Abend erstmal, Herr Sieberling. Ich bin jetzt persönlich kein Energieberater, zumindest nicht in der Form, dass ich in private Haushalte gehe oder dass ich bei uns in der Beratungsstelle sitze und darauf warte, dass Verbraucher zu uns kommen. Das macht Frau Zimmermann hier ja mit ihrem Team. Sondern ich arbeite in der Geschäftsstelle der Verbraucherzentrale in Düsseldorf, verantworte da den Themenbereich Energie und beschäftige mich im Moment auch viel mehr mit Energiepolitik und den Themen, die jetzt gerade schon angeklungen sind. Und in der letzten Zeit ein bisschen weniger mit, was jeder Einzelne tun kann, kann ich aber auch gerne nachher noch ein paar Sachen zu sagen. Ich fand es ganz interessant, dass Herr Menzel gesagt hat, dass er sich der Euphorie seines Vorredners nicht anschließen kann, weil das eine Einschätzung ist, die ich auch aus vielen Diskussionen bei CDU-Veranstaltungen, aber ich bin auch bei Grünen und SPD-Veranstaltungen weniger als bei der CDU. Und da ist es immer so die Frage, ist das Glas leer oder ist das Glas halb leer oder ist das Glas halb voll? Herr Kuchen würde ich sagen, ist das Glas halb voll, Herr Messer würde ich sagen, ist das Glas halb leer. Und bei vielen Entscheidungen und vielen Diskussionen kann man das immer feststellen. In der Regel ist es bei denjenigen, die am Anfang an Atomausstiegsentscheidungen gut gefunden haben und jetzt dann auch die positive Entwicklungen sehen und das, was jetzt halt negativ läuft, natürlich auch sieht, aber da kommt man ja nach so, okay, eine Hälfte fehlt noch an dem Glas, aber die ist zumindest halb voll und diejenigen, die halt vorher das schon irgendwie eigentlich für eine blöde Idee fanden, dass das jetzt halt so schnell mit dem Atomausstieg geht und man hätte das auch viel ganz anders und langsamer machen müssen, da ist es in vielen Diskussionen halt jetzt auch immer noch halb leer. Das so ein bisschen als Vorbemerkung. Für die Verbraucherzentrale ist das Glas halb voll, wir stehen hinter der Energiewende, da sind auch satzungsgemäß haben uns dem Klimaschutz, dem Umweltschutz verpflichtet und sind aber natürlich auch in dem Dilemma, dass wir Verbraucher in der Beratungsstelle haben, die unter steigenden Strompreisen, aber auch unter anderen natürlich steigenden Preisen zu leiden haben und die jetzt aber gerade diese steigenden Strom- und auch Energiepreise, das ist ja auch bei den Werbekosten, da kommen wir nachher sicherlich nochmal drauf, so dass viele das wirklich an den Rand bringt oder auch einen Schritt weiter, die dann das wirklich am verfügbaren
verfügbaren Einkommen nicht mehr haben und das dann irgendwo an sozialer Teilhabe, kultureller Teilhabe dann irgendwo auch wegsparen müssen. Das ist, oder sich verschulden sogar. Das ist hart, die haben wir. Wir haben aber auch diejenigen in der Beratungsstelle, die sagen, Mensch, das finde ich eine prima Sache, ich will auch teilhaben, ich will investieren in eine Photovoltaikanlage, ich habe gehört, Mini-Blockheizkraftwerke oder Wärmepumpe, was kann ich denn machen, was passt zu meinem Haus, ich habe noch einen Nachstromspeicherofen, was kann ich denn machen, also die auch aktiv sind und die auch Geld haben. Und die haben wir natürlich auch, also das ist auch ein interessantes Feld. Der Altmaier hat vor 6 Monaten mal eine sogenannte Bürgerdividende für den Netzausbau ins Gespräch gebracht, leider bis heute noch kein Konzept dafür vorgelegt, aber zumindest die Idee, dass sich auch Verbraucher am Netzausbau beteiligen können und bei den durchaus sehr üppigen Renditen, die da gezahlt werden derzeit, auch ein bisschen was davon haben, wenn sie schon die Leitung vor die Tür kriegen. Das sind durchaus auch interessante Ansätze, wo auch Verbraucher nochmal neu als Akteure im Energiemarkt eine Rolle spielen können. Wir nennen das Prosumer, also wo dann die Konsumenten, die Verbraucher auch zukünftig zu immer stärker zu Produzenten werden. Wir haben dann in Nordrhein-Westfalen 140.000 Verbraucher, Verbraucherinnen die, oder private Haushalte, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, also selber auch Energieerzeuger sind. Vielleicht so viel vorweg. Ich fand auch gut, dass Herr Kufen die Energieimporte angesprochen hat. Ich will das nur kurz durch eine Zahl ergänzen, die das, glaube ich, noch mal ein bisschen verdeutlicht. Wir haben uns im Jahr 2011 95 Milliarden Euro an Energieimporten geleistet. Also die Volkswirtschaft hier mit 95 Milliarden Euro Energieimporte belastet. 2010 waren das 82 Milliarden Euro. Das ist also nochmal stark gestiegen, insbesondere durch die Ölpreise. Und wie schon gesagt, geht das in Staaten, wo wir auch geopolitisch ein großes Problem mit haben. Deswegen diejenigen, die vielleicht mit Klimaschutz oder Atomausstieg nicht sich so stark identifizieren können, vielleicht ist vor dem Hintergrund Energieimporte das, was wir jetzt auch quasi durch die Energiewende jetzt investieren, wovon wirklich dann auch nachfolgende Generationen profitieren, wenn wir wirklich diese Wende hinbekommen. Das ist eine Investition, anders als viele andere Investitionen. Normalerweise ist es ja so, dass die nachfolgenden Generationen darunter zu leiden haben, was wir heute anstellen. Solange der Schröder bei den Kassen sichert. Das. Okay. Also das ist mit den Energieimporten richtig gesagt. Ich werbe aber auch, wenn ich auf der Veranstaltung bin, immer dafür, zum einen Pragmatismus, Gerechtigkeit, Transparenz und auch Ideologiefreiheit sagt ja jeder, aber gerade in dieser Energiewende-Debatte ist das, glaube ich, wichtig und das gilt auch für alle Veranstaltungen, für jede Partei, wo man ist. Und dazu gehört in der Tat auch, dass man diese Mechanismen, die es gibt, sie sind leider kompliziert. Herr Kufen hat das erklärt mit dem Börsenpreis, wie sich das mit der Energieumlage zusammensetzt. Herr Menzel hat erklärt, dass es jetzt Kraftwerke gibt, die wir eigentlich wollen, die wir brauchen für die Energiewende, hocheffiziente Neubaukraftwerke auch, die sich aber derzeit noch rechnen, weil es eben einen niedrigen Emissionshandelspreis gibt, weil die Erneuerbaren den Börsenpreis drücken. Das hat viele Gründe. Das ist ein Dilemma, in dem wir jetzt sind. Wir müssen aber auch, wenn man es jetzt mal politisch bewertet sehen, das sind jetzt auch keine Effekte, die jetzt irgendwie in den letzten 2 Monaten vom Himmel gefallen sind. Das hätte man auch als Bundesregierung seit Jahren absehen können. Und insbesondere, wenn man die Entscheidung trifft, 8 Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, dann hätte die Bundesregierung jetzt auch seit dieser Entscheidung 3/4 Jahre Zeit gehabt, zumindest mal ein Gutachten in Auftrag zu geben. Das ist alles nicht passiert. Die Laufzeitverlängerung wurde mit 4 üppigen Gutachten begründet damals, 2010, für diesen Börsenmechanismus. Ob es da auch Alternativen gibt, ist nichts bekannt. Es gibt auch kein Gutachten, das hat jetzt nochmal die Bundesregierung auf eine große Anfrage beantwortet, die beziffert, wie groß wären denn eigentlich die Investitionen gewesen, wenn es gar keine Energiewende geben würde, wenn wir gar nicht in Wind und Sonne investieren würden, sondern wenn wir einfach das alte Programm weiterfahren würden. Kann man auch überlegen, ob jetzt mit Atomkraft oder ohne Atomkraft, aber wenn wir einfach nur sagen, wir skizzieren mal eine Welt ohne Wind und Sonne und berechnen dann mal, was kostet denn Investitionen ins Netz, Netzausbau, neue Kraftwerke, die wir natürlich brauchen, der Stromverbrauch wird ja nicht wesentlich runtergehen. Und auf diese Frage, was würde denn eigentlich quasi die ohnehin Investitionen ins Energienetz der nächsten 20, 30 Jahre, wie sind die denn beziffert, war die Antwort leider, dazu haben wir keine Zahlen vorliegen.
Gleichzeitig streicht Herr Altmaier, gestern mit Herrn Kufen im Landtag gesessen, der kennt das schon, dass mich das geärgert hat, streicht Herr Altmaier in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen gestern in dem Interview mit der Zahl von 1 Million. So, und genau diese Zahl hat nämlich den Fehler, dass sie nicht unterscheidet zwischen den Kosten, die jetzt wirklich nur durch Energiewende verursacht sind, oder den ohnehin Kosten, die wir sowieso ins Netz investiert haben. Ins Netz sind in den letzten 15 Jahren keine wesentlichen Investitionen geflossen, weil nach der Energiemarktliberalisierung erstmal alle auf Gewinn gefahren haben. Und jetzt wird quasi jeder Euro, der ins Netz geht, oder jeder Euro, der in neue Energieerzeugung geht, immer gleich der Energiewende zugeschrieben. Das ist der Punkt, den ich vorhin gesagt habe, Transparenz und Gerechtigkeit. Das kann man so nicht machen, wenn man den schwarzen Peter dann der Energiewende zuschiebt, solche Millionenzahlen in die Welt setzt und sich dann nachher darüber wundert, dass die Verbraucher keine Lust mehr auf diese Veranstaltung haben und die Akzeptanz zugrunde geht. Also hier für eine, wirklich eine Ehrlichkeit, eine Gerechtigkeit in den Zahlen, die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das wird auch was kosten, das ist ganz klar, aber es muss kosteneffizient sein. Das ist bei der Photovoltaik, beim Wind onshore teilweise auch, aus dem Ruder gelaufen. Jetzt ist die große Frage, wie teuer wir uns den Wind offshore in der Nordsee kosten, wie viel wir uns das kosten lassen. Das muss kosteneffizient sein. Und wenn wir dann wirklich auseinander haben, was sind jetzt wirkliche Energiewendekosten und was sind jetzt ohnehin Kosten, dann kriegen wir auch, glaube ich, eine sachlichere Debatte hin. Und dann sind Verbraucher auch, glaube ich, bereit, ihren Beitrag zu leisten, wenn sie es können. Für diejenigen, die es nicht können, da kommen wir gleich sicherlich drauf, brauchen wir andere Maßnahmen. Da gibt es aber durchaus auch Vorschläge. Ja, so weit. Herzlichen Dank, Herr Silberling. Herr Konert, Sie sind Vorsitzender des Mietervereins in Köln. Sie vertreten also diejenigen, die in der Regel nicht über ein Dach verfügen, um eine Photovoltaikanlage draufzusetzen. Ihre Erfahrungen mit dieser Thematik? Ja, zuerst muss ich mal sagen, der Deutsche Mieterbund hat sich mit der Energiewende direkt unmittelbar nach Beschluss befasst, und zwar sehr positiv auf dem Deutschen Mietertag 2011. In dem Referat, was wir uns angehört haben, kam deutlich hervor, wenn ein Land das schafft, dann muss es die Bundesrepublik sein, weil dies wird auch sehr viele Ingenieurtätigkeiten notwendig machen. Das heißt, das, was hier alles diskutiert worden ist, mit CO2 in den Boden und viele andere Dinge, die sind zu regeln, die sind zu klären. Also der Deutsche Mieterbund und der Mieterverein Köln sind Fans der Energiewende, so wie sie die Bundesregierung beschlossen hat. Richtig ist aber auch, dass Sieverding und Menzel haben darauf hingewiesen, wir müssen ehrlicher werden. Am Anfang, als Energiewende beschlossen wurde, ging es einzig und allein darum, die damals 23% Kernenergie, erzeugte Energie, hier zu ersetzen. Zu dem Zeitpunkt gab es in der Tat keinen Plan B. Man hätte darauf hinweisen müssen, dass man die Kohlekraftwerke und insbesondere hier in der Region die Braunkohlekraftwerke noch ein bisschen länger braucht. Man hätte darauf hinweisen müssen, dass die Energie für die Haushalte teurer wird. In einem Zeitpunkt, wo bereits die meisten Mieterinnen und Mieter die zweite Miete schon nicht mehr bezahlen konnten. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass alleine in Köln etwa 48% der Kölnerinnen und Kölner Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Dass die Miete in Köln, die ja noch vergleichsweise nach dem Mietspiegel von Januar noch vergleichsweise moderat steigt, die Miete in Köln in der Kaltmiete oder die Betriebskosten etwa 2/3 der Kaltmiete ergeben. Das heißt, die Kaltmiete und dann nochmal etwa 2/3 obendrauf ergibt die Gesamtmiete. Deswegen sprechen wir heute von der zweiten Miete.
Jetzt kommt die Diskussion, wir müssen Energie sparen, richtig. Der eigentlich richtige Weg ist, Energie zu sparen. Und wir sollen Haushaltssanierungen machen. Aber es gibt den 559 BGB, der besagt, dass die Mieterinnen und Mieter mit 11% der Sanierungskosten dabei sind. Übrigens für immer. Auch wenn die Sanierungskosten sich amortisieren, dann werden die Mieten ja nicht gesenkt, sondern die bleiben dann so hoch. Das heißt, im Endeffekt bezahlen überwiegend die Mieterinnen und Mieter die Sanierung, die energetische Sanierung. Da haben wir gesagt als Deutscher Mieterbund, das kann so nicht gehen. Wir sind bereit, uns zu beteiligen, aber nur zu einem Drittel. Zu einem Drittel die Vermieter und zu einem weiteren Drittel die Gesellschaft. Da die Gesellschaft ja will, dass Energie gespart wird. Das heißt, der 559 BGB müsste gestrichen werden. Das, was jetzt mit dem Mietrechtsverschlechterungsgesetz beschlossen worden ist, mit den Vorschlägen, die dort die Grünen und die SPD eingereicht haben, ist alles Murks. Das Mietrechtsverschlechterungsgesetz hätte nicht heben dürfen und die Vorschläge, die SPD und Grüne eingereicht haben, sind genauso Murks. Also da sollte man sich nach der Wahl nochmal ernsthaft zusammensetzen. Ehrlichkeit ist angemahnt worden. Deswegen habe ich das gerade auch an der Stelle so gesagt. Es muss aber zur Ehrlichkeit auch gehören, der Energiepass, der entwickelt worden ist, ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Das heißt, der Energiepass bei den Wohnungen, bei den Gebäuden muss so ausgerichtet werden, dass auch wirklich mit dem Energiepass nachvollziehbar die Energienotwendigkeit dieses Gebäudes bzw. dieser Wohnung erkennbar wird. Der Deutsche Mieterbund ist darüber hinaus dabei, einen Heizkostenspiegel zu entwickeln. Wir sind auf einem guten Weg. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr in Köln einen Heizkostenspiegel haben werden und damit deutlich machen werden, wie viel denn Heizkosten für die einzelnen Mieterinnen kosten darf und wer darüber hinaus schießt, ist genauso wie beim Mietspiegel, wird dann sicherlich erkannt als Kostentreiber bzw. als nicht redlicher Vermieter. Also hier sind wir aktiv daran, auch ein Stück weit bei der Situation behilflich zu sein. Jetzt sind in der Diskussion ein paar Sachen gebraucht worden. Herr Wenzel hat gesagt, 9,4% Erhöhung in Leverkusen, in Köln waren es glaube ich 8,4%, allerdings die haben andere Verträge als Leverkusen. Das heißt, beide haben trotz Erhöhung nichts sozusagen für die Rücklage. Ich glaube den Stadtwerken und den Energieversorgern in den Kommunen, das überhaupt kein Thema. Das ist ja das, was Altmaier ja Gott sei Dank jetzt noch kurz vor der Bundestagswahl gesagt hat, wir müssen die Bremse einführen. Wenn man sich vorstellt, Energie war noch nie so günstig wie jetzt. Aber die Energie, die an den Verbraucher kommt, ist deswegen so teuer, weil alle möglichen Energiepfennige und was nicht alles da drauf liegt. Und da muss man ein Stück weit natürlich jetzt dran arbeiten. Nochmal, Energiesicherheit haben wir. Energie ist auch vorhanden. Und die Energie an der Börse ist so billig wie noch nie. Aber wir müssen über die Frage der Subventionen in Deutschland, glaube ich, dringend nachdenken. Wie Subventionen richtig sind. Also ich persönlich, das ist aber eine erst persönliche Meinung. Ich sage, bei Steinkohle wird Subventionen abgebaut und in der Photovoltaik haben wir eine Subvention, die bei Steinkohle nie gegeben hat. Das sind für mich Sachen, die passen nicht zueinander. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Gleichzeitig denken die Stadtwerke darüber nach,
die digitale Revolution zu nutzen. Das heißt, zukünftig soll jeder Haushalt, egal ob zur Miete oder nicht zur Miete, jede Viertelstunde wissen, wie viel Strom er verbraucht. In Köln läuft so ein Projekt mit 30.000 Haushalten. Das heißt, jede Viertelstunde soll jeder wissen, welches Gerät das Strom verbraucht, auch wie viel es jetzt gerade verbraucht. Damit kann man dann einrichten, dass bestimmte Geräte dann eingeschaltet werden, wenn der Strom billiger ist, um die teuren Spitzen abzubauen, damit der Strom insgesamt, dadurch, dass teure Spitzen abgebaut werden, günstiger wird. Endeffekt dieser Entwicklung wird aber sein, und Endeffekt der Entwicklung der erneuerbaren Energien wird aber sein, dass der heutige Kunde zukünftig auch Erzeuger ist. Das heißt, die Energieversorgungsunternehmen sind zukünftig im Wesentlichen im Vertrieb beschäftigt und dienen der Energiesicherheit. Das ist das, was gerade eben gesagt worden ist. Heute investiert keiner mehr in ein Kraftwerk, weil er nicht weiß, ob sich das Kraftwerk amortisiert. Außer jetzt in Köln, weil dann auch ein Heizkraftwerk dazukommt und die Fernwärme ausgebaut wird dadurch. Aber ansonsten kann heute kein Energieversorgungsunternehmen mehr ein Kraftwerk beschließen, weil es heute schon weiß, dass es sich nicht amortisieren wird. Es sei denn, die Gesellschaft zahlt drauf, damit die Energiesicherheit auch zukünftig gewährleistet ist. Alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Aber eins ist klar. Übrigens, die 80% Steigerung, Herr Kufen, bei den Haushalten, die habe ich nicht ganz verstanden. Also die kenne ich übrigens so nicht. Aber gleichwohl, Haushalte haben viel Energieverbrauch. Aber auch, und deswegen wird ja intensiv diskutiert über die energetische Sanierung bei Haushalten. Aber auch da denke ich mir, muss noch mal intensiv, um das abzuschließen, darüber nachgedacht werden, dann eben nicht nur die Mieter sie bezahlen können und auch nicht bezahlen werden. Und solange das nicht geklärt ist, wird es auch keine groß angelegte energetische Sanierung bei Haushalten geben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Korbett. Herr Radatz, Sie machen, Entschuldigung, ich an der Stadt Leverkusen für die Diakonie. Sie haben also täglich mit Menschen zu tun, denen die Kosten über den Kopf wachsen. Welchen Anteil hat da mittlerweile die Energie? Ja, vorab vielleicht noch auch eine Bemerkung, die vielleicht sonst untergeht nochmal. Das Volumen des Stromverbrauchs insgesamt im Verlauf, da haben wir, glaube ich, hier genug Experten auf der Bühne, um da nochmal drauf einzugehen. Einfach, ich bin eben durch die Fußgängerzone gekommen, man geht immer durch das Einkaufszentrum, Elektronik spielt von morgens bis abends eine Rolle in den Haushalten. Das hat sich ja enorm gewandelt. Nochmal, mein Name ist Thomas Radatz von der Schuldnerberatung der Diakonie. Ich mache das seit 1999 mit Einführung des Insolvenzrechts. Bin bei der Diakonie seit 1988. Dieses Thema Energie ist aufgekommen für uns eigentlich auch wirklich erst in den letzten Jahren, dass das zunehmend neben der Schuldenregulierung als separates Thema eine große Rolle spielt. Worauf ist das zurückzuführen? Die klassischen Ursachen von Verschuldung liegen da in zum einen in individuellen Ursachen durch unvorhergesehene Ereignisse, Arbeitslosigkeit, familiäre Veränderungen, Krankheit und andere Schicksalsschläge, wo Verbraucher nur begrenzt Einfluss haben. Und dieses Vorurteil zu sagen, Schulden sind selbstverschuldet, die Menschen müssen selber dafür sorgen, wie sie das wieder gerade rücken, denke ich, hat sich doch in der letzten Zeit etwas gewandelt. Daneben natürlich das Konsumverhalten, was hier ja dann, Stichwort Energie, auch immer wieder eine Rolle spielt und finde ich auch nochmal bei der Diskussion in den Blick rücken sollte, ob man das so unreflektiert durchlaufen lässt, wie zum Beispiel ja wirklich Kauf von Elektronikgeräten, Großbildschirmen, Handys. Das muss ja von morgens bis abends an den Steckdosen hängen. Und wir versuchen mit großer Mühe in Schulen, mit Bildungsträgern hier präventiv auch gerade junge Leute
ein Bewusstsein zu schaffen, da genauer hinzugucken, wann kann ich das auch komplett abschalten, wie kann ich den Verbrauch da einschränken. Weil was wir machen, die Not als Feuerwehr sozusagen von morgens bis abends klingelt mittlerweile bei uns das Telefon oder das Schellt. Strom spielt im Hintergrund die Rolle. Vorne sind es Kontopfändungen und andere Dinge, die natürlich der Auslöser sind, warum die Menschen bei uns auflaufen. Wir sind eine von drei anerkannten Insolvenzberatungsstellen hier in Leverkusen. Wir in Wiesdorf sind gerade so bei den spontanen Besuchen mit die erste Stelle. Drei Punkte würde ich dann nochmal, also um da wirklich eine Hilfe ansetzen zu können, sollten da eine Rolle spielen. Einmal wäre es wirklich eine Energieberatung in Haushalten. Daneben vielleicht auch ein Maßnahmenkatalog auf kommunaler oder örtlicher Ebene, der EVL zum Beispiel. Was passiert bei Stromsperrungen? Wir sind da immer im Dialog mit Ihren Kollegen, Herr Menzel, aber das sollte wirklich nochmal vielleicht. Hier könnte man nochmal überlegen, wie kann man da weitergehen. Und ein dritter Punkt, Entgeltung, Energieberatung in Schulen oder auch wirklich da, dass wir haben mit einem Konzept zu unterlegen, und nicht nur so zufällig einzelnen Klassenlehrern zu überlassen. Ein Satz vielleicht nochmal zum Schluss. Sehr viele Bezieher von Hartz IV sind einfach gar nicht in der Lage, Rücklagen für energiesparende Geräte anzulegen. Hier die Diskussion, das schaffen die nicht. Der Standardregelsatz 374 Euro für einen Haushaltsvorstand, ich glaube im Warenkorb sind das 33 Euro, die da berechnet werden. Und 33 Euro kann ich ja keine monatliche Rechnung im Haushalt durchführen. Aber das vielleicht mal als letztes Stichwort. Herzlichen Dank für diesen Einblick. So, wir werden, wollen jetzt erst einmal eine Fragerunde ermöglichen. Das heißt, Sie sind jetzt am Zug, soweit Sie dann möchten. Ich habe schon die erste Wortmeldung. Wir sammeln so zwei, drei Fragen und dann gehen wir aufs Podium zurück. Herr Bosbach. Ja. Also vielleicht lassen Sie nochmal kurz den Namen sagen, weil wir ja nicht alle Sie kennen. Ich wollte auf zwei Dinge hinweisen. Sie haben eben sehr viel von der Ehrlichkeit gesprochen. Zur Ehrlichkeit gehört meines Erachtens aber auch die Feststellung, dass die Energiewende, die ja zunächst einmal beschlossen wurde von einer anderen Gruppierung als der jetzigen Bundesregierung, und das waren auch die Erfinder dieses unmöglichen Energieeinspeisungsgesetzes mit den Fördertatbeständen, was Sie heute beklagen. Das gehört meines Erachtens sehr wohl zur Ehrlichkeit dazu. Es wurde immer so getan, als wenn die Energiewende so mal eben so im Vorübergehen zu erledigen sei, bevor Frau Merkel diesen Beschluss jetzt auch gefasst hat. Das nur zur Gerechtigkeit dazu. Dann habe ich noch einen Hinweis. Wir hatten jetzt am Wochenende einen langen Artikel in unserem Stadtanzeiger, der ja normalerweise eher, sagen wir mal, dass wenn es um CDU geht, das Glas halb leer sieht. Aber da war ein sehr interessanter Artikel, da wurde nämlich berichtet, dass ein sehr bekannter Naturschutzbund einen Deal gemacht hat mit einem Investor, der also in einen Windpark investieren wollte. Und in diesem Deal kam also Folgendes raus: Du zahlst mir, du Investor zahlst mir 500.000 D-Mark, mir Naturschutzbund. Ich bin ja besonders privilegiert mit einer Klageberechtigung als Verbandsklage und dafür verzichte ich auf eine Klage gegen deinen Windpark. Wenn das Beispiel Schule macht, und ich denke jetzt zum Beispiel an die Kilometerlinie von der Nordsee bis nach unten allein an Leitungen bauen müssen, dann weiß ich nicht, wo die Preise dann noch landen werden. Und da bin ich der Meinung, hier muss man als erstes ansetzen. Solche Auswüchse muss man also abschneiden und sehen, dass auch ein solcher Verband, wenn das denn wirklich der Wahrheit entspricht, was da berichtet worden ist, dem muss die Klageberechtigung entzogen werden und möglicherweise auch der Staatsanwalt eingeschaltet werden. Dankeschön. Ja, Herr Kornel, Sie haben eben gesagt, wenn Heizkosten, es soll da so ein Gutachten oder was, und wenn die Heizkosten zu stark sind, dann soll der Eigentümer herangezogen werden.
zwei gleiche Wohnungen, gleiche Personenzahl. Bei dem einen 3000 Teilstriche, bei dem anderen 9000 Teilstriche. Irgendwo muss auch Aufklärung, muss auch der Bürger selbst dafür sorgen. Man kann da nicht sagen, dass sich an dem Eigentümer bei gleicher Wohnung, bei allen Gleichheiten, wenn der eine dann so viel, der andere wenig. Man muss immer, wenn man sowas anschneidet, auch sachlich die Hintergründe kennen. Ein dritter Wort, wenn Sie kurz noch Ihren Namen sagen. Ja, Oliver Czernik, wenn Sie mich mal kurz fragen, wenn ich das richtig verstanden habe, beteiligen Sie sich an einem Heizkraftwerk. Dann wäre meine erste Frage, oder an einem Kraftwerk. Welches ist das, wo Sie sich mal beteiligen? Das ist ja die erste Frage. Die zweite ist, was erwarten Sie sich davon, dass die Kosten für den Verbraucher runtergehen oder wenigstens gleich bleiben, oder ist Ihr endgültiges Ziel, Einnahmen zu sichern? Vielen Dank erstmal. Ich glaube, jetzt haben wir schon einiges gesammelt. Soll es nochmal durchgehen. Das erste von Herrn Boswell ging auch eher in Richtung von Herrn Kufen, dass er antwortet. Danach ging die zweite Frage in Richtung von Herrn Kornet und dann Herr Menzel auf das, was gerade Herr Czernik sagte. Ich kann das nur unterstreichen, wenn der Sachverhalt so ist, wie er da beschrieben wurde, dass man quasi als Verband mit Klage droht, etwa denn man kriegt Geld und ist dann ruhig, dann läuft auch die Verbandsklage nicht an Absurdum. Denn das führt ja zu Erpressung am Ende. Und da muss aufgearbeitet werden, man kann nicht so stehen bleiben. Ich denke, wir haben ja Naturschutzverbände auch selber Interesse daran, dass da nicht in Verruf kommen. In Nordrhein-Westfalen gibt es den Fall bisher nicht. Und das sollte nicht Schule machen. Aber das zeigt ein weiteres. Und das ist vielleicht auch gerade in der Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen. Man hat es nur fast schon spüren können. Bei der Energiewende ist es wahrscheinlich jenseits von Euro- und Finanzkrise zwei zum Beispiel, wo auch Interessen aufeinanderstoßen. Es geht um Milliarden von Einkommen, von Kapital. Es geht um einen großen Verteilungskampf, sozusagen, wie sich auch unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft heute ausrichtet. Und das ist alles keine, nicht zum Nulltarif zu haben, das stimmt, das ist Gewinnsweisheit, aber die zweite, es geht auch um Interesse und um Einfluss. Und wenn Sie sich anschauen, wie 20% mittlerweile die Erneuerbaren an dem Energiemix in Deutschland ausmachen, wenn Sie dann mal angucken, bei den 20%, wie die großen vier Energieversorger, also eher RWE, Vattenfall oder EnBW, bei den 20% sind sie gerade mit 4% beteiligt. Die haben auch lange auf ein anderes Pferd gesetzt und sind jetzt überrascht. Und das höre ich natürlich ganz oft, wenn ich mit dem Gang beim Menzel, der Menzel ein bisschen raus, er ist natürlich viel sympathischer, als es manche andere tun, und sagt, ja, jetzt soll uns Politik mal sagen, als Unternehmen, was sie denn gerne hätten. Ich meine, das ist nicht die Aufgabe von Politik, den Unternehmen zu sagen, was sie denn tun sollen. Das ist nicht Planwirtschaft. Und das ist auch die große Gefahr, vor der wir jetzt stehen. Jetzt haben wir die alte Planwirtschaft schon mit dem EEG hier eingeführt. Das war am Ende Planwirtschaft und versuchen mit Planwirtschaft auszutreiben. Wir kaufen Kohle, Kapazitätsmarkt und sagen, wenn das nicht funktioniert, sollen sich da einkaufen und so weiter. Das wird am Ende ja nicht immer Vereinfachung, wird auch nicht billiger werden, sondern es wird nur noch etwas komplizierter obendrauf. Und deshalb ist wichtig, dass wir da auch ordnungspolitisch, wie ich finde, sauber bleiben. Und das EEG, was nicht unsere Erfindung ist, auch die Befreiung für die Industrie, trägt die Handschrift und die Unterschrift von Herrn Trittin, da will er heute nichts davon wissen. Aber ist ein Markteinführungsinstrument, wo man auch sagen muss, Hütchen ab, es hat sich bewährt, wenn wir heute schon bei 20% sind. Das haben wir auch als Union selber nicht geglaubt, dass es so erfolgreich ist. Aber das ist eben auch etwas, was teuer bezahlt wird, gesteuert wird. Mittlerweile 20 Milliarden im nächsten Jahr aufgewachsen. Und das gleichzeitig, obwohl heute der Strom nach Fukushima an der Börse billiger ist als zuvor. Und das ist genau auch die Schwierigkeit, vor der wir stehen. Und Sie haben mich auch gefragt, wo kommt die Zahl her? Ich habe mir das nochmal ausgerechnet. Wenn der Haushaltsstrom vor 10 Jahren ungefähr 14 Cent gekostet hat und der kostet heute 25, ist eine Steigerung von 80%. Das ist, Adam Riesen. Und gleichzeitig müssen wir massiv investieren, jetzt haben wir den ganzen Jahr gesagt, auch ohne Energiewende. Auch in den Kraftwerkspark. Und wir müssen nur aufpassen, das ist jetzt vielleicht auch, wo die CDU die Schmerzgrenze anders verteilt hat als Rot und Grün. Es darf am Ende nicht sein, dass die Erneuerbaren die konventionellen Abbürger strangulieren, die wir am Ende des Tages nicht brauchen werden. Nämlich dann, wenn Schnee auf der Photovoltaikanlage liegt und wir keinen Winter haben. Und nachts sieht die Sache sowieso noch anders aus. Und deshalb bin ich letzter Gedanke.
Dann bist du bei dem, was der Mieter gut ja auch vorgetragen hat und was ja auch ein bisschen beklagt wird. Man darf es ja gar nicht sagen. Aber für viele ist offensichtlich Strom auch noch zu billig. Das ist in der Realität, sieht alles ganz anders aus, aber wenn Sie Autofahrer sind, wissen Sie genau, an welcher Tankstelle besonders billig ist. Super bleifrei, Sie kennen genau den Kurs, wissen genau, was Sie gestern bezahlt haben. Wer von Ihnen weiß denn, oder wer von Ihnen hat die Stromrichtung verstanden? Die erste Frage. Vielleicht, wer guckt, bei den ganzen Flatrates, die sagen, wer guckt regelmäßig nach, oder gut für die großen Energieversorger, ist ja, dass die Deutschen ihre Ehefrau häufiger wechseln als den Energieanbieter. Das ist ein Fakt. Wenn Ihnen das alles nicht gefallen, dann können Sie ja wechseln. Und wir können ja heute auch sehr transparent noch nachvollziehen, wo es weniger ist und sozusagen auch die Ausschläge mitmachen. Abschließend will ich noch einen Lanze brechen, damit das nicht so negativ darstellt, einen Lanze für die Stadtwerke. Ich bin ein Fan der Stadtwerke und die gehen insbesondere ja jetzt aktuell in die Grätsche, weil alle ziehen an Stadtwerken. Die sollen die Energiewende stemmen, die sollen Saug- und Strom liefern. Der Kämmerer will seinen Teil haben, der sagt ja auch, Menzel, der Haushalt ist pleite in Leverkusen, wir brauchen Abführ. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen auch noch gesenkt worden, weil natürlich alle meinen, im öffentlichen Bereich sind los wie zu Wasserköpfe. Insofern, alle ziehen an den Stadtwerken und der Strom muss auch noch weniger werden. Und das wird nicht funktionieren, und deshalb müssen wir auch gucken, dass wir die Stadtwerke als Player mit drin halten, dass wir da auch ordentlich mit denen umgehen, aber auch transparent machen, welche Beiträge sie leisten. Und wenn ein Stadtwerk wie Nachbarstadt Bochum den Fußballverein noch subventioniert, ja, dann zahlt das damit auch der Verbraucher. Und nicht der Kämmerer. Vielen Dank, Thomas Kufen. Der zweite Bereich ging schon vor Herrn Kornitz, der zweite Teil. Möglicherweise hat sich ja unmöglich ausgedrückt. Heizkostenspiegel hat das Vorbild des Mietspiegels. Beim Mietspiegel sitzen wir zusammen mit der Immobilienbörse, der IHK zum Beispiel, mit dem Haus- und Grundbesitzerverein und mit allen, die sonst am Wohnungsmarkt dabei sind. Da werden viele Zahlen gesammelt und nach den unterschiedlichen Stufen, also 60er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, neue, wird dann die Miete für die nächsten 2 Jahre ermittelt. Und zwar ermittelt. Gleiches machen wir jetzt als Deutscher Mieterbund beim Heizkostenspiegel. Wir sind im Moment dabei, in den großen, 8 großen deutschen Städten die Heizkosten zu ermitteln. Also die Heizverbräuche bei nicht energetisch sanierten Gebäuden, energetisch sanierten Gebäuden, bei alten Gebäuden, bei neuen Gebäuden, zu ermitteln, wie die Heizkosten sich darstellen. Und wenn wir diese Zahlen zusammen haben, dann können wir einen Heizkostenspiegel rausgeben. Aber erst dann. Deswegen habe ich das noch in Frage gestellt, ob das 2014 schon so ist. Und dann kann man sich übrigens auch als Eigentümer orientieren, wie hoch müssten denn oder könnten denn oder sollten denn die Heizkosten sein. Aber dann kann nicht mehr jemand als Vermieter, auch die gibt es, die meisten Vermieter sind anständig, aber es gibt auch welche, die sind nicht anständig. Und die berechnet dann Heizkosten, in dem Haus ist dann zufällig noch ein Gewerbebetrieb. Aber die Heizkosten, die dem Vermieter gehören, aber die Heizkosten werden mal insgesamt umgelegt, sodass der sozusagen keine mehr bezahlt. Auch das gibt es. Und weil es das nicht geben soll, sind wir, wie gesagt, mit viel Arbeit, mit viel Recherche nach Daten dabei, einen Heizkostenspiegel am Beispiel des Mietspiegels zu entwickeln. Der Vermieter, der die tatsächlichen Heizkosten auf die Mieter umlegt, wird dabei keinen Schaden haben. So wie heute der normale Kaltmiete nimmt und nach dem Mietspiegel sich orientiert, hat er keinen Schaden.
herzlichen Dank, Herr Kornitz. Herr Menzmann, Sie sind direkt am Wappenkredit Fragen durchgekommen. Die Frage, an welchem Kraftwerk sind wir beteiligt? Das ist das Kohlekraftwerk in Hamm, nennt sich Gecko. Es gibt also Black Gecko und Green Gecko und wir sind an einem Black Gecko-Kraftwerk in Hamm beteiligt. Es ist eine Entscheidung, die vor 4 Jahren hier getroffen worden ist und unter völlig anderen Rand- und Rahmenbedingungen. Muss man einfach heute fairerweise testieren. Die Idee war damals, unabhängiger zu werden vom Energieeinkauf, dadurch, dass ich Eigenerzeugung denn betreiben kann. Dann natürlich Eigenerzeugung in der Hoffnung, die denn preiswerter ist als das, was ich auf dem Markt kaufen kann. Die Hoffnung geht im Moment nicht auf. Ja, da muss man einfach sagen, das ist 4 Jahre zwischen mit völlig anderen Entscheidungen, die wir jetzt ja auch diskutiert haben. Insofern rückblickend zu sagen, war das richtig, war das falsch, ist unfair den damaligen Entscheidungsträgern gegenüber, weil die unter dem damaligen Wissen nur die Entscheidung haben treffen können. Das ist also dieses Kraftwerk. Das ist ein Zusammenschluss von 51% RWE und dann 23 Stadtwerke, die sich beteiligt haben mit 49% an diesem Gecko-Projekt. Kohlekraftwerk haben. Ja, das war die Idee, die dahinter steckte. Und insofern war der Versuch, unabhängiger zu werden von Vorlieferanten durch Eigenerzeugung und nach Möglichkeit, diese Eigenerzeugung auch preiswerter zu machen, als denn irgendwo anders der Einkauf denn möglich sein sollte. Zu Ihnen, Herr Kufen, noch mal ganz kurz. Ich möchte nicht, dass die Politik alle Lösungen den Betrieben vorgibt. Die große Bitte ist einfach, die Vorgaben, die Rahmen zu setzen und dann bitteschön aber auch die Leute innerhalb dieses Rahmens arbeiten zu lassen. Und wenn der Rahmen jedes Jahr um ein paar Zentimeter nach links, nach rechts, nach oben und von oben, dann bleibt das, was in der Mitte zu besetzen ist, unheimlich schwierig. Und das ist die Bitte, die ich damit verbunden hatte. Thema Sponsoring, Spenden, was Sie ansprechen, ein ganz diffiziles Thema. Ich kann Bochum in keinster Weise beurteilen. Wir unterstützen hier in Leverkusen als Beispiel ganz stark die Kultur. Es gäbe keine Leverkusener Jester. Es gäbe kein Streetlife. Es gäbe kein Leverkusen on Ice, wo fast 30.000 Leute im Winter 8 Wochen an der Eisfläche betreten können. Das kann man alles streichen. Bin ich sofort dafür. Aber dann muss man bitte schön mit der Konsequenz auch leben, so etwas gibt es in Leverkusen nicht mehr. Wir unterstützen die Tafel, wir unterstützen den Geschichtsverein, wir unterstützen die örtlichen Vereine vor Ort, die hohe soziale Aufgaben für die Gesellschaft auch wahrnehmen und denen das, glaube ich, noch nicht schlechter gegangen ist, als es denn heute geht. Darüber kann man streiten, ob das richtig oder falsch ist. Wir sind der Auffassung, dass wir als örtliches Stadtwerk hier eine Verpflichtung haben, auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, insbesondere mit dem Eigentümer Stadt, 50% Stadt im Rücken. Da müssen wir eben mehr machen als vielleicht jemand, der über online seinen Strom billiger verkaufen kann. Und ich hoffe einfach mal auf die Reaktion auch der Kunden von uns, dass die das honorieren und sagen, das ist mir dieser Unterschied wert. Herzlichen Dank, Herr Menzel. Jetzt habe ich für die zweite Fragerunde schon zwei. Herr Czernik hatte noch mal eine Frage, dann danach der SCP. Nur eine kurze Klarstellung. In Ihren Ausführungen vorhin kam das bei mir so rüber, als wenn Sie sich jetzt noch mal beteiligen wollen. Da habe ich so gedacht, jetzt machen Sie was mit den Kölnern zusammen, was ja eine gute Idee wäre. Und dann hätten Sie ja vielleicht eine Erwartung, ob da Geld bei rausspringt. In der Vergangenheit war mir zwar bekannt, aber dann war das vorhin nicht ganz klar rübergekommen. Also dann solche Projektentscheidungen unter den heutigen Rand- und Rahmenbedingungen wäre nicht da. Wird es nicht mehr gehen. Okay. Herr Ziegner. Ja, mein Name ist Ziegner. Ich habe eine Frage an Herrn Menzel. Herr Menzel. Ist die Grundlast in der Stromversorgung nach Ihrer Ansicht gesichert? Wenn ich daran denke, die Sonne scheint noch nicht, der Wind weht nicht. Und Strom ist keine lagerungsfähige Energie. Den Wasserturm haben Sie, Wasser können Sie immer liefern, je nach Bedarf. Und das ist meine Frage, das verstehen die meisten Politiker nicht, die haben manchmal welche Schüsse hoch. Ja, also Sie haben völlig recht, diese Stabilität herzustellen im Netz gestaltet sich zunehmend schwieriger. Und das Problem dabei ist, dass wir ja an keiner Stelle vorgeben können, an welcher Stelle des Netzes ist erneuerbar verträglich und wo nicht. Wenn da, wo derjenige erneuerbar bauen will, baut er es hin. Und dann hat gefälligst das Netz dem zu folgen. Die Lasten, die dann in dieser Investition irgendwo getragen werden müssen, die spielen bei der Entscheidung, wo setze ich Erneuerbare ein, leider keine Rolle. Deswegen versuchen wir uns auch an die Spitze hier mitzusetzen. Wir haben also auch über den Bürgersparbrief zum Beispiel
2 Millionen eingesammelt, die wir in Photovoltaik, in Wind hier investieren, in der Hoffnung, dass wir uns von dem Netz leiten lassen können und sagen, da wo das Netz das vertragen kann, da wollen wir bitte diese Photovoltaik-Geschichte machen, aber da wo das Netz zusammenbrechen würde an der Stelle oder erhebliche Investitionen erfordern würden, die dann ja wieder die Allgemeinheit trägt, an dieser Stelle wollen wir hoffen, dass diese Investitionen in die Photovoltaik unterbleiben. Wir wollen gerne weiter steuern mitarbeiten an dieser Stelle. Und wir hoffen, und das kann ich im Moment nur sagen, im Moment gibt es die Schwierigkeiten, was die Stabilität des Netzes angeht, noch nicht. Herzlichen Dank. Herr Reimers, gibt es jetzt weiter, dass wir nochmal vielleicht eine Runde sammeln aus dem Herrn Reimers? Herr Moos, dann okay, machen Sie Herr Reimers erstmal. Die Energiewende soll ja in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen sein. Es sind ja Rieseninvestitionen nötig, zum Beispiel über Landleitung, beziehungsweise es gibt Firmen, die an der Ostsee dafür sorgen, dass die Windräder aufgebaut werden können. Ich habe zwei Fragen. Ist es richtig, dass die Firmen, die sich an der Nordsee investieren, pleite gehen, weil sie keine Einkommen haben? Und ist es richtig, dass zum Bau von ungefähr 3000 Kilometern über Landleitung ein Zeitraum von 10 bis 15 Jahren notwendig ist? Ohne Bürgerinitiative, die den Zeitraum noch länger wird. Herr Moos. Mein Name ist Moos. Ich leite hier die örtliche Wohnungsgesellschaft. Ich möchte zu dem Thema Wohnungen und Energieverbrauch mal etwas sagen. Es ist so, dass die Wohnungsunternehmer angehalten werden von der Politik, auch von der Bundespolitik, im großen Programm energetische Sanierungen durchzuführen. Wir können Kosten dann nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen 11% jeweils pro Jahr dann umlegen. Aber in Leverkusen ist es so, dass wir uns natürlich auch nach dem Mietspiegel zu richten haben. Und der Mietspiegel ermöglicht oft überhaupt gar nicht die Erhöhung der Miete um diese 11% der energetischen Sanierungskosten. Ich möchte Ihnen als Beispiel sagen, wir haben einen durchschnittlichen Mietpreis von 5,16 Euro für 7.000 Wohnungen. Herr Kornitz, da werden Sie mir zustimmen, das ist ein ordentlicher Preis. Da gehören wir auf die Seite der Guten. Ja, wenn Sie bedenken, wenn Sie heute mit öffentlichen Mitteln, mit früher dem sozialen Wohnungsbau, heute heißt der öffentlich geförderter Wohnungsbau, ein Gebäude errichten, dann können Sie hinterher 5,25 Euro je Quadratmeter nehmen und demnächst, so sieht es die neuen Förderrichtlinien der nordrhein-westfälischen Region vor, sogar 6,25 Euro. Ja, aber es gibt politische Vorgaben, man soll hohe Quoten, am besten 2, 3 oder noch mehr Prozent des eigenen Wohnungsbestandes jährlich energetisch sanieren. Wir in Leverkusen bei gut 2% je Jahr, und damit sind wir in der Branche, da haben wir eine sehr gute Spitzenstellung. Viele liegen unter 1% und die privaten Wohnungsbetreiber liegen so um die 0,5% oder noch oben. Es ist sicherlich alles wünschenswert, was politisch der Klima zum Schutz des Klimas wünscht, aber es ist halt schwierig umzusetzen. Und die Folgen davon, die Mieterhöhungen, führen natürlich auch dazu, dass finanzschwache Haushalte, die in solchen energiesanierten Gebäuden sind, sich überlegen, ob sie das weiter finanzieren können, alleine durch die Reduzierung der Heizenergiekosten. Kommt oft eine Mieterhöhung nämlich nicht wieder rein. Das muss man auch ganz klar sagen. Als letztes möchte ich auf eine Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen hinweisen und würde mich da nochmal dafür interessieren, was Herr Kufen und auch Herr Kornel dazu sagen. Es ist hier durch das Nordrhein-Westfälische Umweltministerium ein Klimaschutzgesetz in der Vorbereitung, das soll demnächst beschlossen werden, wo gerade die Wohnungswirtschaft im Zielfokus nochmal deutlich hervorgehoben wird. Da wird es so sein, dass nicht nur Städte, sondern insbesondere auch Wohnungsgesellschaften eigene Klimaschutzkonzepte aufstellen müssen,
womit der Druck auf die energetische Sanierung noch weiter erhöht werden soll und auch bestimmte Quoten dann hinterher genannt werden sollen. Das ist sicherlich, was das Thema soziale Segregation angeht, sehr, sehr schwierig. Also soziale Segregation heißt, dass letztendlich Haushalte, die finanzschwach sind, dann nur noch Miete bezahlen können in energetisch extrem schlechten Gebäuden. Und das kann ja letztendlich nicht das Ziel sein. Ja, dann müssen nämlich insbesondere Wohnungswirtschaften in größeren Städten Siedlungen vorhalten, wo seit Jahrzehnten energetisch nichts gemacht wurde. Und da wurden dann auch möglicherweise ein gewisses Mieterklientel oder auch andere Probleme möglicherweise dazukommen, die landen dann leider manchmal bei Herrn Schallert. Danke, Mus. Sollen wir mal die Antwort von hinten auf? Ich würde sagen, erst Herr Kufen und Herr Kornet auf Herrn Mus und dann den Sie überlegen zur Frage von Herrn Reimus mit den Essen. Also ich kann da, was die Kritik angeht, mich nur anschließen. Wir haben das Klimaschutzgesetz auch abgelehnt. Es hat einen zweiten Anlauf gebraucht und nachgebessert worden. Und am Ende haben wir gerade schon festgestellt, die Energiewende können wir nicht in Deutschland stemmen, sondern müssen europäisch denken, weil es auch einen europäischen Strommarkt gibt. Die Franzosen jetzt kommen und bei der Börse bei uns Strom kaufen und einen besseren Preis zahlen, ja, dann nehmen wir die Privaten vom Netz. Geht das ein bisschen so Spielchen, wie wir gestern hier auf dem Anführer berichtete, wenn Strom besonders günstig ist, dann schaltet der französische staatliche Stromkonzern einfach seine Kraftwerke runter, kauft billigen, hochsubventionierten deutschen Strom. Und der Business Case ist natürlich dann bei den Franzosen, nicht bei uns. Die verdienen dann doppelt. Aber das sind sozusagen Dinge. Und was den Klimawandel oder was den Klimaschutz angeht, haben wir sogar weltweit gelöst mit den Zertifikaten, Emissionswerten, wo wir auch gucken müssen, dass die Industrienationen beieinander bleiben. Wenn die Kanarier aussteigen, sind alles keine gute Perspektive. Die nordrhein-westfälische Landesregierung meint aber, sie könnte das in Nordrhein-Westfalen selber regeln und hier sozusagen ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Ich finde das ambitioniert, aber vor allen Dingen weiß doch keiner, was hier rauskommt. Das Klimaschutzgesetz ist das eine, die Verpflichtung, aber jetzt wird es einen Klimaschutzplan geben, der in vielen Arbeitsgruppen, wo sie am Ende Kraftwerksbetreiber in Arbeitsgruppen gegenüber sehen, Vertreter evangelische Kirche, Wohlfahrtsverband, vom Raucherschützer, ich meine, das kann man alles machen. Nur ich glaube nicht, dass das vielleicht von der Sinnhaftigkeit so gegeben ist, sozusagen, wenn man am Ende gemeinsam, wo jeder am Tisch mit unterschiedlichen Interessen, Betroffenheiten und Risiken sitzt, wie wirklich auf Klimaschutzziele verständigen kann. Und am Ende wollen wir auch nicht nur Energieland, sondern auch Industrieland bleiben. Und deshalb sehen wir das alles sehr, sehr skeptisch. Wir werden jetzt mal schauen, was hier rauskommt. Und das, was die Wohnungswirtschaft angeht, ist nur ein Teil davon. Insbesondere die Industrie, auch gerade die Chemieindustrie, hat da wenig Spaß dran, sozusagen da in diesem Verteilungskampf mit entsprechend einzugehen. Trotzdem, letzter Gedanke. Die Energiewende gelingt nicht, wenn der Studiendirektor zum dritten Mal seine Altbau wieder dämmt. Das ist nicht der Beitrag, sondern wir müssen grundsätzlich rein, auch das Verhalten muss sich ändern. Und übrigens auch nicht nur von sozialen Schwachen, sozusagen, die wenig Geld haben, das wenige Geld vielleicht uns falsch ausgeben, sondern geht uns alle. Ich sag mal ein Beispiel, was dann immer entlarvend ist, dann wird sich dann berühmt abends, wir haben einen neuen Kühlschrank gekauft, höchste Klimaklasse, alles super. Und ein richtig tolles Gefühl, wir haben das Weltklima jetzt gerettet mit dem neuen Kühlschrank. Da ist die Frage, was haben wir mit dem alten Kühlschrank gemacht? Ja, den haben wir im Keller bestellt, das ist ein Wein und Bier drin. Also am Ende des Tages hat man nicht einen Kühlschrank, der modern ist, sondern super modern, das alte Mörchen dort im Keller auch noch, rund um die Uhr, zugeeisten Eisfach. Ich merke schon, hier der eine oder andere muss sich da nicht ertappt. Und das ist halt der Punkt, als ich eigentlich gesagt habe, dass der Strom für bestimmte Dinge noch zu billig ist, obwohl das so paradox das klingt, bei den höchsten Preisen in Europa. Es ist offensichtlich für viele noch nicht attraktiv genug, die Waschmaschine erst mit Tagesthemen laufen zu lassen und nicht bei der Tagesschau liegen. Und solange das so ist, haben wir immer in vielen Bereichen Schwierigkeiten. Deshalb brauchen wir da auch Assistenz durch Technik, die das organisiert und die Menschen alleine werden nicht plötzlich anfangen, nachts die Waschmaschine anzuschmeißen. Oder mittags, wenn viel Photovoltaik im Netz ist, sondern muss man andere
Überlegung angehen und da die Menschen in Last unterstützen. Wir haben in Köln einen Klimadialog gehabt, einen Kölner Klimadialog. Der hat sich daran orientiert, auch am Boden, klar, auch am Verkehr und im Naturbereich, was da zu tun ist. Das war so auf Köln bezogen. War eine hochinteressante Diskussion. Haben wir sicherlich teilweise auch Dinge, die haben wir schon vor 15 Jahren im ÖPNV diskutiert. Aber ist egal, war eine interessante Diskussion, da sind praktische, ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber da wird es praktische Beispiele geben, die sicherlich dem Klima dienlich sind. Also der Beibehaltung eines guten Klimas dienlich sind. Ich halte über den Begriff Klimawandel für völlig groß. Es gibt keinen Klimawandel, sondern eine klimatische Entwicklung. Der Begriff an sich ist schon falsch, aber das ist ein anderes Thema. Dieses Klimaschutzgesetz, vor anderthalb Wochen durfte ich Römmel dazu einen Vortrag hören, der sehr allgemein war und hat auch gesagt, wir können in Nordrhein-Westfalen die Weltklima und so. Das Klimaschutzgesetz habe ich ganz persönliche Meinung. Das ist genauso wie ISO-Norm. Da wird wieder eine hohe Bürokratie aufgebaut. Da müssen wir wieder viel notieren, ändern tut sich nichts. Ändern tut sich nichts. Sie halten immer nur fest, was sie gerade machen und was wünschenswert wäre, aber es passiert nichts. Das ist meine Vorstellung von dem Klimaschutzgesetz. Da wird nichts daraus kommen. Der Dialog, den wir in Köln hatten, der war eben auch. Da wird es Beispiele geben, da werden Forderungen entwickelt, da wird konkret gearbeitet, praktisch an der Sache gearbeitet, übrigens mit den Wohnungsunternehmen in dem Wohnungsbereich zusammen, konkret gearbeitet, da wird dann nicht mehr rauskommen. So ein bürokratisiertes Gesetz, das hat noch niemand. Vielen Dank. Gornitz, Herr Sieberling, Ausgabe Netze. Ja, ich sage noch mal kurz was zu Onshore-Offshore-Netzausbau. Wenn Herr Wenzel seine 9,4% Strompreiserhöhung richtig begründet hat, dann finden Sie auf dem Preiserhöhungsschreiben 0,25 Cent für Offshore-Haftungsumlage. Die war im November noch nicht richtig. Werden Sie die auch nicht auf der Rechnung finden, weil wir die noch gar nicht eingerechnet haben. Ja, das haben viele Kollegen von Ihnen haben das aber schon gemacht und die haben es dann auch ausgewiesen. Okay. Dann finden Sie das in anderen Städten. Aber also es gibt, was ich damit sagen will, es gibt von der Bundesregierung im Oktober angekündigt, Ende November dann beschlossen, eine sogenannte Offshore-Haftungsumlage. Da müssen wir Verbraucher mal wieder dafür zahlen, dass Politik und Industrie versagt haben. So würde ich das mal plakativ zusammenfassen. Das hängt damit zusammen, dass als E.ON, als Übertragungsnetzbetreiber, das Netz abgegeben hat, an Tennet, das ist eine niederländische Staatsfirma, die das Ehrennetz weiter betrieben haben. Es gab damals auch die Forderung, eine Bundesnetzgesellschaft zu gründen, das Netz als wichtige Infrastruktureinrichtung in staatliche Hände zu geben. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll gewesen. Das wollte die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung aber nicht. So, jetzt haben wir eben das Problem, dass Tennet gesagt hat, wir sollen jetzt hier Offshore-Windparks ans Netz anschließen, dafür haben wir aber gar kein Geld, warum sollen wir das denn machen? Das wussten wir aber nicht, sie hätten es eigentlich wissen müssen, sind dann zum Kanzleramt gelaufen und haben gesagt, ja, wir brauchen jetzt aber Geld, weil die Offshore-Windparks sollen angeschlossen werden. So, das ist diese kuriose Diskussion, die wir haben, mal wieder mit dem Ergebnis, das ist jetzt, die Verbraucher mal wieder zahlen über eine neue Umlage, das sind 0,25 Cent, das ist nicht so viel, aber trotzdem ist es wieder mal ein Mechanismus, wie gesagt, Verbraucher zahlen es, die Politik hat nicht aufgepasst, die Industrie hat es nicht geregelt gekriegt. Ihre Frage war auch, ob es da jetzt Betreiber gibt, die möglicherweise insolvent gehen. Es gibt im Moment Windparks, die schon längst hätten angeschlossen sein können, die sind noch nicht angeschlossen. Ich weiß aber aktuell nicht, wie es den Betreibern damit geht. Ich weiß nicht, ob der Metzger da eine Info hat.
Aber kurz noch mal ein Satz auch zu Offshore. Der Offshore-Strom ist in den letzten, oder die Kilowattstunde Offshore ist in den letzten Jahren im Vergleich, also Stromerzeugung in der Nordsee ist in den letzten Jahren und Ostsee eher immer teurer geworden. Wir haben bei der Photovoltaik am Anfang, ich habe selber eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, kriege ich 48 Cent von 2002. Heute, wenn Sie jetzt heute eine Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen, bekommen Sie nach 16 Cent. So, da hat es eine erhebliche Lernkurve gegeben. Chinesische Billigprodukte, die wir mit der deutschen EEG-Vergütung bezahlt haben. Das stimmt, aber wir haben immerhin eine Lernkurve gehabt. Wir haben auch eine Lernkurve gehabt beim Onshore-Wind, wo wir in den letzten Jahren starke Rückgänge hatten. Wir können Onshore-Wind küstennah jetzt mittlerweile für 6 Cent erzeugen. Wir können es hier im Binnenland für 7, 8 Cent erzeugen, 9 Cent. Da sind wir schon fast im Bereich von Gaskraftwerken. Und das kann auch weiter runtergehen, wenn wir da auch an den Höhen, je höher wir mit den Windanlagen gehen, desto effizienter wird das. So, Offshore sind wir im Moment um 20 Cent und sind in den letzten Jahren immer teurer geworden, weil sie gemerkt haben, dass das doch mit den Schiffen, das Ding aufzubauen und das zu warten und der Netzanschluss und die Korrosionsschäden und Sonderprogramme für die Schweinswale, das ist alles, und da dürfen ja auch erst 40 Kilometer vor der Küste gebaut werden, das hat das alles noch teurer gemacht. Und wenn wir sehr ehrgeizigen Offshore-Pläne, die die Bundesregierung im Energiekonzept 2010 schon vor Fukushima hatte, wenn wir die umsetzen würden, dann wäre das richtig der Kostenhammer. Die Zahlen, die wir vorhin teilweise kursiert sind, stimmen nicht so ganz in den Größenordnungen auch. Aber wenn wir Offshore so aufkommen, wie das ursprünglich mal geplant war, dann wird das richtig teuer werden, wird dann die EEG-Umlage auch nochmal wieder antreiben. Es gibt jetzt mittlerweile aber auch schon, selbst von den Verbänden der erneuerbaren Energien, zurückgenommene Ziele. Da geht es dann schon nicht mehr um 10 Gigawatt, die jetzt bis 2020 zugebaut werden soll. Es soll schon mal runtergehen auf 6 Gigawatt. Das ist auch dringend nötig, wenn nicht sogar noch weiter runter. Da müssen wir die Lernkurve irgendwie anders erreichen bei Offshore als über einen Mengenausbau fahren. So. Netzausbau ist die spannende Frage, wie viele Kilometer Netz brauchen wir überhaupt in Deutschland? Das hängt auch stark damit zusammen, was denn mit Wind in Bayern und Baden-Württemberg und Hessen und Rheinland-Pfalz passiert. Weil die haben da bislang das Thema weitgehend verschlafen. Die Bayern fangen jetzt stark an, in Wind zu investieren. Die baden-württembergische Landesregierung, die neue jetzt, macht das jetzt auch. Aber die fangen jetzt gerade erstmal mit den ganzen Genehmigungsverfahren an, weil da vorher gar nichts passiert ist. Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg 6 Windräder ans Netz gegangen. Und die haben aber vor, mehr zu machen. Alles das, was die an Onshore-Wind da unten mehr machen, muss möglicherweise dann nicht an Netz ausgebaut werden, zumindest nicht in dem Maße 4000 Kilometer, wie das mal in Studien berechnet wurde. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen Netzausbau, aber diese Leitung zum Beispiel durch den Thüringer Wald, das haben wir gestern auch nochmal gehört, die wird eben seit 15 Jahren geplant. Also schon weit vor Fukushima, und wenn Grafenrheinfeld, das Atomkraftwerk bei Schweinfurt, 2015 planmäßig vom Netz geht, dann muss da durch den Thüringer Wald eine Leitung stehen, damit von Mecklenburg der Windstrom nach Bayern fließen kann, sonst haben wir da ein massives Problem. Das sind also insofern so ein bisschen vielleicht ein kleiner Aufriss, Netzausbau und Offshore. Vielen Dank, Herr Sieberling. Ja, nur noch mal zu den Preisen, Herr Leverkusen. Wenn Sie heute Abend Ihre Ankündigung von uns dann nochmal hervorziehen, und ich hoffe, dass das jeder machen kann, weil ansonsten wird ja nicht jeder von uns beliefert, dass das jeder machen kann, dann werden Sie exakt feststellen, dass es 4 Umlagen gab, die damals waren, die sich veränderten, und wir haben 1:1 die alte Umlage, die neue Umlage daneben geschrieben, die Differenz genommen, die addiert und die macht 2,9 Cent ungefähr aus. Und diese 2,9 Cent ist die Erhöhung gewesen zum 1. Januar diesen Jahres. Damals stand schon fest, dass die 0,25 entkommen werden zusätzlich, und die Netzentgelte sind nochmal um 0,10, 0,15 Cent dann auch teurer geworden. Wir haben nur gesagt, wir haben tatsächlich im Energieeinkauf Vorteile. Und wir wollen nicht jeden Nachteil nur weitergeben, sondern rechnen gegen den Vorteil, dass wir eben nicht die Offshore-Umlage erhöhen oder weitergeben, dass wir nicht die Netzentgelterhöhung weitergeben, sondern kaprizieren damit den Vorteil, den wir auf der Energieeinkaufsseite haben. Und das ist dann für uns auch die moralische Begründung zu sagen, das, was wir an Umlage weitergegeben haben, bleibt bei uns mit 0,00 denn am Ende im Betrieb hängen.
Das wäre nämlich genau jetzt meine Frage gewesen, weil Sie am Anfang, ich hatte mir das noch als Joker-Frage für den Schluss aufgehoben, aber weil Sie am Anfang gesagt haben, wir fahren genau strich mit den Umlagen auf Null und erhöhen nicht mehr, weil das ist in der Tat eine Diskussion, die wir in den nächsten Monaten bekommen werden. Was ist eigentlich mit den gesunden Bescheidungskosten? Wir haben alle nach Fukushima damit gerechnet, dass die Strompreise steigen. Gerade schon, erzähl mal eine kurze Anekdote aus dem Ruhrgebiet dazu, weil das ganz gut zeigt, wie paradox auch bestimmte Situationen jetzt im Energiesystem sind. Es gibt den größten deutschen Stromverbraucher, das ist die Firma Trimet, ist eine Aluminiumhütte, die haben zwei Werke in Hamburg und in Essen, die verbrauchen 6 Terawattstunden Strom, das ist so viel wie eine Großstadt. Und die haben sich kurz nach Fukushima mit langfristigen und längerfristigen Energieverträgen eingedeckt, die sie aus damaliger Sicht irgendwie gegen steigende Strompreise, alle haben mit steigenden Strompreisen gerechnet, irgendwie abgesichert hat, weil Energie für die natürlich wahnsinnig wichtig ist. So, dann sind aber seit, Fukushima war im März, dann sind aber seit Mai, Juni 2011 die Strompreise an der Börse gesunken bis heute auf Talfahrt. Das geht jetzt also schon ein, drei Vierteljahre. Wir haben jetzt Preise an der Strombörse um 4,5 Cent. Das waren früher Richtung 6 Cent. Und die Firma Trimet hat erstmals in ihrer, ich glaube jetzt 35-jährigen Firmengeschichte 30 Millionen Verlust ausgewiesen, wegen der Energiewende sozusagen. Aber nicht, weil die Preise gestiegen sind, sondern weil sie quasi zum falschen Zeitpunkt eingekauft haben. Falsch eingekauft haben. Die Preise sind gesunken, sie können die im Wettbewerb nicht durchsetzen. Also müssen sie erstmal, es ist ein gesundes Unternehmen, die expandieren, glaube ich, weiter. Das ist aber trotzdem eine Situation, wo man quasi zeigen kann, dass wie dieser Energiemarkt plötzlich auch kurios funktionieren kann. Genau, das zeigt auch, dass Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Energie und Strombeschaffung zu beschäftigen, dass die auch komplett mal daneben liegen können. Kurzer Exkurs, Anekdote, aber jetzt nochmal konkret zurück. Wir haben also auch sind auch mit den Energieversorgern in der Diskussion, wann kommen denn diese gesunkenen Strombörsenpreise beim Verbraucher an? Ich erinnere mich, und dann sagen nämlich, ich führe die Diskussion seit anderthalb Jahren und immer heißt es dann, ja, aber wir kaufen ja langfristig ein. Deswegen haben wir ja über mehrere Jahre am Terminmarkt uns eingedeckt und nicht kurzfristig. Sie brauchen da nicht auf diesen sogenannten Spotmarkt zu gucken, sondern wir können das langfristig, deswegen können wir das jetzt auch nicht weitergeben. Weil Sie haben es ja jetzt gerade schon begründet, dass Sie es jetzt anfangen einzupreisen, das ist genau richtig. Da muss man sich natürlich unterhalten, ob das ein angemessener Umfang ist. Aber ich sage Ihnen, Herr Lieferer, immer die Glaubwürdigkeit haben Sie nicht jetzt in 2011 und 2012 oder 2013 verloren, sondern die haben Sie 2008 verloren an dieser Stelle. Als Sie dann nämlich im Sommer haben wir extrem hohe Energiepreise gehabt, das war das erste Mal Ölpreis bei 1 Euro. Und da hatten wir nämlich 3 Monate später die Strompreiserhöhung, alle im Briefkasten. Und dann wurde das immer schön begründet mit, ja, Sie sehen ja vor Woche. Ölpreis hoch, Gaspreis hoch, Ölpreisbindung, wir müssen das weitergeben, alles gestiegen. So. Und jetzt, als es umgekehrt dann ging, dann hieß es, nee, wir decken uns ja langfristig ein. Wir wollen ja gerade vor so Spitzen verschont bleiben. Und deswegen können wir dann, nee, da können Sie jetzt von uns noch nicht zukommen. Jetzt sind ein, drei Vierteljahre um. Und so langsam tickt halt die Uhr, wo man dann sagt, so, wo bleibt das Geld aus den gesunden Beschaffungskosten? Herr Menzel hat für Leverkusen schon die Antwort geliefert. Ja. Zumal wir zum 1.10. letzten Jahr die Gaspreise 8,9% gesenkt haben. Jawohl. Ja, herzlichen Dank. Wir haben uns mal so ein Zeitkorridor gesetzt von etwas, ca. 1,5 Stunden. Jetzt sind wir schon bei fast 3/4 Stunden. Wegen Anschluss. Wenn ich jetzt, ich sehe auch keine Wortmeldung mehr, würde ich sonst so machen, dass wir einen kurzen Schluss dazu mit 2 Schlusssätze von jedem Teilnehmer des Podiums haben, vielleicht mit einem Wunsch an die Politik für die Zukunft der Energiewende. Ja, und würden dann gucken, wie wir die Veranstaltung noch beenden. Ich fange einfach von rechts an links von meiner Seite aus an. Herr Kornet. Ja, mein Wunsch habe ich ja gesagt. Ich würde mir wünschen, dass die neue Bundesregierung den 559 BGB schreibt, die 11%ige Beteiligung der Mieterinnen und Mieter an der energetischen
Modernisierung und würde mir darüber hinaus wünschen, dass dieses Mietrechtsverschlechterungsgesetz, was ja gerade durch den Bundesrat gegangen ist, auch wieder dahin kommt, wo es hingehört. Also nochmal die Bekräftigung, Energiewende ist völlig richtig. Es ist auch richtig, dass wir das da tun. Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher den Plan gemacht hätte, nicht hinterher. Und jetzt wünsche ich mir, dass man uns in Ruhe mit den gesetzten Rand- und Rahmenbedingungen arbeiten lässt und diese Rand- und Rahmenbedingungen nicht alle drei Wochen verändert. Erstens, wenn der Mann im Bundestag geht, sinnvoll Beitrag, dann kann sich gleich dafür einsetzen. Ich bin ja nur Provinzpolitiker hier im Landtag. Zweite Teil, es gibt so eine schöne Geschichte. Das Rechnungshof des Freistaates Sachsen hat zu Bietenkopf groß draufgeschrieben, was er alles falsch gemacht hat und wo Fehlinvestitionen war. Und er hat dann nicht darauf geschrieben, bei der nächsten deutschen Einheit mache ich alles anders. Das ist so ein bisschen bei der Energiewende auch so. Wenn sie nicht so überraschend gekommen wäre, auch für die Union hat man ja alles richtig gemacht, der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Aber jetzt haben wir. Und ich glaube, wenn wir es angehen und das Einbinden auch in die Megatrends, die es weltweit gibt, demografische Entwicklung, zunehmende Industrialisierung der Schwellenländer, Ressourcenknappheit und Klimawandel. Und wir da auch in Deutschland uns anstrengen, mit Pragmatismus und auch mit Technikbegeisterung, glaube ich, dann liefern wir einen wichtigen Beitrag. Das nicht zum Nulltarif zu kriegen ist, haben wir gerade schon mehrfach gesagt. Das auch Hölle kompliziert ist, haben wir, glaube ich, auch kurzen Einblick gekriegt. Und dass das auch Politik gar nicht alleine machen darf, sondern auch was für einen Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher, das gehört dazu. Und deshalb müssen wir auch an Sie, um diese Themen weiter nach vorne bringen und auch hier auch machen. Ja, ich habe auch einen konkreten Wunsch, wir sind hier im Moment mit Strompreisbremse, 10 Punkte, Aktionsplänen, Millionen, Kosten und sonst was, führt ja die Diskussion über die Energiewende derzeit sehr, sehr, sehr stromlastig. Das mag auch angesichts der EEG-Diskussion die gewisse Berechtigung haben, ist verzerrt, aber deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Vermieterbund da ist, dass Sie da sind von der Diakonie, weil der Hauptteil, der im Moment vergessen wird, ist der ganze Bereich der Energieeffizienz und der ganze Bereich des Wärme. Also das Heizen, der Gebäudesanierung, da spielt eigentlich die große Lösung. Alles das, was wir auch im Gebäude an Gas und Öl sparen, das können wir dann auch entweder gar nicht erst importieren oder dann auch in hocheffizienten Kraftwerken einsetzen. Wir brauchen hier wirklich eigentlich eine Wärmewende auch und nicht immer nur die sehr stromlastig geführte Diskussion. Ich hoffe, dass das, wenn jetzt mal so ein bisschen die eine oder andere Sau noch ins Dorf getreten ist und dann auch die Bundestagswahl hinter uns gebracht ist, dass wir dann wirklich mal für diese Plan haben können, auch wie es mit den Gebäuden weitergeht. Wir haben jetzt 1,8 Milliarden Euro für die Gebäudesanierung, eigentlich bräuchten wir 5 Milliarden und das ist angesichts der Zahlen, die wir beim EEG, wir haben es ja gehört, die 20 Milliarden, die wir da jedes Jahr bezahlen, wenn man da guckt, wie wenig Geld dann wirklich auch in die Gebäudesanierung, in den Wärmebereich geht, da brauchen wir wesentlich mehr. Das wäre eine große Entlastung, gerade auch für die einkommensschwachen Haushalte, die gerade unter der zweiten Miete, wir haben es ja gehört, zu leiden haben, das beitragen können. Da haben wir, Frau Zimmermann ist ja da von der Beratungsstelle, wenn Sie selber irgendwie jetzt persönlich oder im Umfeld, Nachbarn, Familie, Freundeskreis jemanden haben oder Interesse haben, einfach mal zu gucken, wie sieht es denn mit meinem Haus eigentlich aus, wie ist da der Zustand oder was kann ich als Mieter machen oder kann mir die EVL vielleicht einen anderen Tarif auch anbieten? 40% der Haushalte sind noch in der sogenannten Grundversorgung, das sind alles Fragen. Erster Ansprechpartner für diese Frage sicherlich die EVL, aber wenn Sie da irgendwas nicht verstehen oder das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden, können Sie sich auch gerne mit allen Fragen rund ums Thema Energie an Frau Zimmermann und Ihr Team wenden. Vielen Dank. Herr Ralletz. Ja, diese Diskussion fand ich persönlich hochspannend und auch beruflich sozusagen als Schuldnerberater wünsche ich mir, dass diese Diskussion letztlich auch auf den unteren Ebenen beim Endverbraucher natürlich dann in ähnlicher Form geführt werden kann. Also ich wünsche mir, Sie kennen das vielleicht, die Supernanny für die Erziehung in der Familie. Es gibt es schon in anderen Städten, diese Projekte Energiescouts, Berater, Stromsparcheck, ja, Verbraucherzentrale, der Caritasverband. Wir sollten sowas
hier auch in Leverkusen anpacken. Ich glaube, mein Kollege auf der Leitungsebene, wir sind da im Bewerbungsverfahren. Das könnte doch wirklich auch bei uns vor Ort mit den Kooperationspartnern umgesetzt werden. Und von daher, ja, vielen Dank für dieses Forum, das Thema weiter voranzubringen, für unsere Klienten. Ja, es sind ja einige auch hier in Saarland vorhanden, also Wohnungswirtschaft und so weiter, kann man eventuell dann mal gucken, dass man da zusammenkommt. Jetzt gibt es eine Wortmeldung, wir hatten aber eigentlich die Veranstaltung. Doch, nein, ich möchte gerne noch als Endverbraucher einen Kommentar abgeben. Ich mache seit Jahren meine eigene Statistik über Stromverbrauch und auch über meine Heizkosten. Ich muss feststellen, also ich habe auch alles neue Geräte gekauft. Mein Stromverbrauch ist runtergegangen, aber die Kosten sind gleich geblieben. Die Erhöhung habe ich damit aufgefangen. Zu den Nebenkosten möchte ich sagen, ich mache auch für meine Heizung meine Nebenkostenabrechnung. Da nehme ich meinen Quadratmeterpreis bei 60 Cent, nur Heizkosten. Das ist ein super Betrag. So, und dann möchte ich zu Herrn Wenzel noch sagen, Sie können etwas Geld einsparen bei EVL, Herr Wenzel. Gestern Abend war ich wieder bei einem Vortrag in Ihrem Hause. Wenn Getränke angeboten werden, ist gut, aber ein kaltes Buffet muss nicht unbedingt sein. Aber es muss nicht sein, also Getränke reichen. Vielen Dank. Das war doch mal. Ich hoffe, dass es eine interessante Veranstaltung war. Ich war schon mehrfach in Ihrem Hause, immer tolle Veranstaltung. Ja. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Teilnehmern hier auf dem Podium. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, die Sie heute daran teilgenommen haben. Ich glaube, es war ein sehr kurzweiliger Abend, ein sehr interessanter Abend bei dieser Diskussion. Und ich glaube, wir gehen alle ein wesentliches Stück schlauer noch heute Abend nach Hause. Und das ist, meine ich, immer das wichtigste Ergebnis, das eine solche Veranstaltung bringen sollte. Es gibt jetzt noch ein kleines Präsent für die Podiumsteilnehmer und Ihnen wünsche ich einen guten Heimweg und für die Fußballinteressierten ein gutes Spiel.